So, Ravage, du hattest mir ja ein Video geschickt, mit der Bitte, ob ich vielleicht mal irgendwie drüber gucken könnte, ob mir irgendwie was auffällt. Und ich dachte, das Einfachste ist, wenn ich es einfach kommentiere, aufnehme. Hab vorher selber versucht, die Runde zu fahren. Dann können wir uns Sarah den Vergleich angucken. Mal sehen, das ist Coastal Parklands vorwärts mit einem CLK-Automatikschaltung. Du hast einen 1740. Und ich habe danach mal ein 8-Runden-Rennen gefahren und die letzte Runde war dann eine 1656, also knapp eine Sekunde schneller. Also deine Runde gefällt mir eigentlich ganz gut, sieht alles nett aus, also wir reden ja von irgendwie Detailunterschieden, aber immerhin, wenn die Detailunterschiede eine Sekunde ausmachen, dann lohnt sich's offenbar. Ja, und die 1656, das geht sicherlich auch noch schneller, das war halt einfach ein 8-Runden-Rennen. Naja, gucken wir erstmal in deine Runde rein, würde ich sagen. Schauen wir mal. It's the final lap. Also das Erste, wo ich anhalten möchte, ist direkt mal hier. Die Rechtskurve da vorne ist deutlich zu erkennen, also ist die Frage, warum ist das Auto nicht auf der linken Seite, um von außen anzufahren? Kommentare dieser Art werden leider noch häufiger kommen, aber das wäre zum Beispiel so eine Sache, ne? Die müsste man von außen anfahren, die Kurve nicht irgendwie von der Mitte, das bringt Kleinigkeiten nur, aber es bringt was. It's the Also final hier lap. gleich nach ganz links und dann kann man schön von außen da rein. Ansonsten, ich glaube, das ist spät gebremst. Ich kann ja nicht wirklich sehen, wann du bremst, aber sah okay aus. Eine Sache fällt mir noch auf, und zwar in der Kurve. Du lenkst ein. Hier machst du die Lenkung auf, lässt dich langsam wieder nach außen tragen. Also aber zu früh. Und dann musst du nochmal nachlenken, und zwar so doll, dass sogar die Reifen nochmal quietschen. Hier kommt jetzt hier ein Schlenker. Machst auf und nochmal schnell einlenken. Das hätte man, glaube ich, lieber in einem durchziehen müssen, anstatt erst aufzumachen und dann nochmal einzulenken. Ja, über diesen Wallride kann ich leider gar nichts sagen. Der ist super. Keiner in meinen 8 Runden war so gut wie deiner. Da bin ich ein bisschen neidisch drauf. Auch von der Geschwindigkeit, die langsamste Geschwindigkeit, die du hier hast. Echt nett getroffen. Mal sehen, du kommst da mit niemals langsamer als 158 durch. Ich habe mir vorher die ganzen Zeiten mal aufgeschrieben. Meine beste war 155 und in der Runde die schnellste war nur 149. Ja, wir sehen es ja gleich. Also der Wallride war echt super. Komma aber beim Ausgang. Wir sehen, wir fahren jetzt auf die beiden Bäume dazu und da kommt so ein komischer Schlenker. Hier kommt so ein komischer nach links Schlenker. Ich habe keine Ahnung warum. Du wärst hier locker an dem Baum vorbeigekommen. Der Schlenker war nicht nötig. Und hier jetzt gleich noch so ein komischer Schlenker. Nochmal, Schlenker am Baum. Und Schlenker in der Kurve. Keine Ahnung warum. Der Teil gefällt mir gut. Und der Teil, der jetzt kommt, gefällt mir überhaupt nicht. Du weißt genau, dass die nächste Kurve nach rechts ist. Warum bist du in der Mitte der Strecke? Okay, jetzt fährst du ein bisschen nach links, aber immer noch nicht weit. Und hier gehst du auch links, rechts, all over the place. Und gerade in dieser letzten Rechtskurve, hier ist halt richtig viel Luft, ja. Man kann hier im Wesentlichen, du kannst die Maus, ja, die Maus kann man sehen. Man kann hier quasi fast gerade durchfahren, aber du musst halt hier innen sein, ja. Aber du berührst das Gras kaum. Man sieht hier, du hast in den anderen Runden, bist du vorher weiter innen gefahren, in der hier offenbar nicht, also ist es wohl bekannt, aber da hast du bestimmt was verschenkt. Nein, da hast du definitiv was verschenkt. Schauen wir mal hier, die Geschwindigkeit. 280. Ich glaube 281 oder sowas kam auch noch. Nee, 280 war das höchste hier. Ich bin da Topspeed mit 301 gefahren und zwar die ganze Zeit schneller gewesen. Diese ganze Passage ist sehr weit weg von den Innenlinien, sehr viel lenken, obwohl man viel gerader durchfahren kann. Und das hat dich hier 20 km/h an diesen Stellen hier gekostet. Ich glaube, das ist einer der großen Teile, wo es sich wirklich stark summiert. Ja, machen wir mal weiter. Hier die Einfahrt ist okay. Ich glaube, na gut, man kann das weiter innen fahren. Ich habe es leider auch nicht getroffen. Ich glaube, du bremst nicht, sondern lässt nur rollen. Oder bremst du doch? Ah, ist schwer zu sagen. Ja, so spät wie es ist, bremst du wahrscheinlich doch. Braucht man nicht. Du kommst hier mit, gehst auf 178 runter an der langsamsten Stelle. In meiner besten Runde, in der besten Geschwindigkeit, die ich da hatte, war 195 da rumgekommen. Also auch wieder fast 20 km/h mehr. Nicht in der schnellen Runde leider, aber in der einen Stelle, wo ich hier am besten rumgekommen bin. Was auch schon vorher die ganze Zeit aufgefallen ist, es quietscht relativ häufig. Die Reifen quietschen relativ häufig. Also da sind zu starke Lenkbewegungen drin oder zu, ja, letztendlich zu starke halt eben. Das kommt auch wieder vom Schlangenlinienfahren statt gerade fahren. Der Rest ist eigentlich, der ist okay, da kann man nicht mehr jammern. Das ist alles super. Schön innen. Hier, ja, frühen 6.
Hier quietscht es bei mir auch mit den Reifen. Die sind halt an Kleinigkeiten. Hier, das kann man weiter innen fahren. Hier kann man sich weiter nach... Hier kann man sich wirklich weiter nach außen tragen lassen. Also das kann man auch ein bisschen sanfter fahren alles, die Strecke mehr nutzen. Und im Idealfall würde man hier die ganze letzte Strecke mit 331 lang fahren, aber du hast ja dann anderes Jahr auch erreicht. Relativ spät, aber auf jeden Fall auch erreicht. Deswegen, war ja auch eine gute Runde, 17:40. Jetzt gucken wir uns meine Runde an. Das ist die, ja, 8. wie gesagt. Wir fangen hier mit der 7. an. Leider ist der Start in die 8. nicht so optimal, wie wir gleich sehen werden. Mal sehen, hier die Einfahrt nach links quietscht bei mir auch. Das war auch in jeder Runde bei mir so, das scheint normal zu sein, aber danach quietscht gar nichts mehr. Abgesehen von, ja. Das war vielleicht ein bisschen die Wand berührt. Nicht optimal. Wandgrün ist selten optimal. So, hier jetzt von außen kommend in der Kurve nach links, sodass ich dann nach links bin und von links Bremse reinfahre. Warte mal, ich hatte die Geschwindigkeiten, glaube ich, vorhin nicht gesagt. In der Runde hatte ich eine 193 als langsamste Geschwindigkeit in der Kurve. Das Beste, was ich hier hatte, war, also in den 8 Runden jetzt, waren 205. Du warst 181 als langsamste Geschwindigkeit in deiner besten Runde. Also wieder 20 km/h, die ich in meinem besten Versuch hier schneller rumgekommen bin. Man kommt hier also definitiv schneller rum. Und halt auch eine Linie am Ausgang. Nicht nachlenken müssen. Raustreiben, aber immer noch in der Kurve, immer noch in der Lenkbewegung. Ja, der Wallwide bei dir besser, wie gesagt. Ich schlage von zu weit außen ein, der Wagen dreht sich kurz nach links, deswegen ist meine Geschwindigkeit hier langsamer. Deine war da echt gut. Aber danach siehst du relativ gerade raus, relativ außen, um hier noch in die Kurve nach innen reinzuziehen, innen bleiben. Du hast raustragen lassen, ich habe doch Platz. Du kannst auch auf das Grünzeug links, mache ich jetzt hier gar nicht, habe ich aber häufig gemacht. Früh in den 6. ist er hochgekommen, jetzt die ganze Zeit im 6. Ich bin jetzt schon, guck mal, ich bin jetzt schon dramatisch schneller als deine Topspeed in der Passage. Deine Topspeed war 280, schneller warst du in der ganzen Passage nie. Und ich bin jetzt schon bei 288 und da kommt ja noch was, ja, da geht ja noch geradeaus da hinten weiter. Gut 290 gehabt und kurz über 300. Hier hat es aber, glaube ich, auch gemacht, von relativ weit außen, also es ist jetzt mittig, aber relativ weit außen anfahren, das ist einfach sicherer, sonst kann man da blöd bei dem Tunneleingang, also links neben dem Tunneleingang, die Wand berühren und einen Crash zum Stehenbleiben haben. Dann im Idealfall nach rechts raustragen lassen, um die nächste Linkskurve im Matsch von außen anfahren zu können, mache ich jetzt hier auch nicht wirklich gut, ist auch eher mittig angefahren, noch weiter außen wäre besser gewesen. Und jetzt so, man sieht es ja hier beim Wheeler, ungefähr hier, ziemlich genau hier, gehe ich einfach komplett vom Gas und lasse rollen. Wenn es jetzt ein Auto wie der LM gewesen wäre, mit Schaltung und so, würde man da, wenn man es drauf anlegt, Vollgas bleiben und Eingang runterschalten. Und dann kommt man da, also nicht häufig, aber wenn man es trifft, kommt man da perfekt rum. Und so halt eben, mal schauen, hier ist das Gas weg, rollen lassen, leider nicht ganz außen. Dann kann man wieder aufs Gas. Solange man noch mit irgendwie einer Seiten Autohälfte auf dem Matsch ist, ist es, glaube ich, okay. Man darf halt nicht ganz auf den Rasen, dann rutscht es. Ja, beim Rest ist es nicht mehr viel. Das sieht so ähnlich aus wie bei dir. Jetzt hier beim Eingang quietscht es wieder. Na, no, eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht. Ich dachte, da wird es immer quietschen. Hier auch nur minimal. Hier ist relativ gut innen. Und nach außen Platz genutzt. Und mal sehen. Die 31 erreichen wir doch noch. Genau, und so geht es jetzt quasi eigentlich bis nach hinten weiter. Wenn wir jetzt noch mal kurz die Kurve angucken. Wo ist sie denn? Da. Hier mal die Lenkradbewegungen. Ab jetzt geht es nach links und dann bleibt es im Idealfall nach links. Relativ wenig Lenkbewegung. Man muss bedenken, ich muss ja das Lenkrad sehr stark einschlagen. Also nach bis hier unten ist quasi Maximaleinschlag. Also das ist hier oben alles wenig Lenkung. Um dann in einem Zug, so gut wie es gilt, rumzukommen, damit es möglichst wenig quietscht und möglichst, ja, viel Geschwindigkeit halt eben mitnehmen. Okay, das wäre so mein Versuch. 16:56. Ich würde mal sagen, jetzt bist du wieder dran. Mach mal eine schnellere Runde und danach kann ich dann gucken, ob ich die noch schlagen kann. Dann schauen wir weiter. Oder andere Strecke, wie du es dir wünschst. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.